Nachdem diese Gebäudeecke einigermaßen gut verklebt ist, kann ich mich an die nächste Gebäudeecke machen. Ich bin wieder recht großzügig mit dem Lösungsmittel, mit dem Kleber. Und diesmal will es nicht so recht zusammenpassen. Das Wandteil ist unten etwas verbogen und verzogen. Ich werde also eine ganze Zeit pressen müssen, damit das hält. Das ist jetzt eine Zeit, die mir fürchterlich unlieb ist, weil ich die ja lieber anders nutzen würde, als zwei Plastikteile gegeneinander zu quetschen. Das hält natürlich noch nicht. Da kümmere ich mich dann schon mal um die Dachgauben hier. Den könnte ich zunächst einmal einen anderen Anstrich geben. Mir etwas Ziegelrotes.
Ja, da muss ich wohl rot auf meine nächste Einkaufsliste setzen. Versuche mit diesem ersten Anstrich jetzt erstmal so etwas wie eine Grundierung zu bekommen. Decken kriege ich das hier im ersten Anlauf sowieso nicht. Aber wenn das hier grundiert ist, ist das ja auch schon mal viel wert. Dann kann es ja nur noch besser werden. Wie schon erwartet, deckt die Farbe nicht besonders gut. Bietet aber doch eine schöne Basis für den nächsten Anstrich. Das ist nicht schön geworden. Aber wenigstens kann ich die Stellen, die glänzend geworden sind, etwas mattieren. Und ich kann versuchen, die Grundplatte schon mal einzufügen. Und zwar kann ich die so setzen, dass ich mit einem Gewicht das hier plan kriege.
damit schon mal eine gute Voraussetzung für einen vernünftigen Einbau dieser Grundplatte in das Gesamtgebäude setzen. So, mit einem Gewicht die Wandplan machen. Platte einsetzen. Noch mal ein bisschen nachjustieren. Dann hindere ich das Ding noch am Umkippen. Und dann hoffe ich, dass das alles gut wird. Ja, da muss der berühmte zweite Anstrich sowieso noch drauf. Das sind Dachrinnen. Dachrinnen hätte ich sehr gerne in Grün. Aber zunächst einmal schneide ich die da raus. Das sind meine ersten Versuche mit einem Skalpell, also nicht wundern. Und das jetzt irgendwie festschrauben. Ich habe keine Chirurgenhände. Von daher will ich mir wohl wieder das Bastelmesser greifen. So, Dachrinnen sind raus. Jetzt gibt es hier zwei Fallrohre. Und nach all dem Gequäle, das ich mit den Dachrinnen immer habe, habe ich mir eine neue Taktik ausgedacht. Ich möchte die gerne ausprobieren. Ich nehme mal die Fallrohre raus. Ich hätte gesagt, dann klebe ich das Biest doch jetzt schon ein, aber das wird nicht funktionieren. Das war eine Schnapsidee. Aber ich könnte dann schon mal die Dachrinne in Grün färben. Mache ich lieber beim nächsten Mal.